Bei Senckenberg haben wir eine ganze Reihe von Laboren, die sich mit genetischen Analysen befassen. Und da muss man vielleicht kurz erläutern, Gene, genetische Vielfalt, Genom. Das Genom ist die Gesamtheit der kompletten DNA. Das ist das langkettige Molekül, auf dem die komplette Erbinformation gespeichert ist, aber auch die komplette Information zur Form- und Funktionsvielfalt des Lebens auf dem Planeten kodiert ist. Und alle diese Moleküle zusammen bilden das Genom einer einzelnen Zelle. Und jede Zelle im Körper, dieses komplette Genom in sich hat, haben wir in einem Organismus viele, viele Millionen Kopien davon. Die sind aber alle gleich. Ein Gen ist ein kurzer Abschnitt auf diesem Genom, was für eine bestimmte Merkmalsausprägung, zum Beispiel eine Form oder eine Funktion, die Information in sich trägt. Und bei Senckenberg untersuchen wir eben sowohl Gene als auch ganze Genome, um verschiedene Dinge zu verstehen. Ganz wichtige Themen bei uns sind die Evolution von Organismen. Wie haben sich Formenvielfalt und Funktionsvielfalt im Laufe der Jahrmillionen evolviert und entwickelt? Und wie ist das über die Veränderungen auf Ebene der Gene oder des Genoms gesteuert worden? Dann untersuchen wir aber auch Dinge, die Naturschutzrelevanz haben. Und da gibt es zum Beispiel Methodenentwicklungen, die auch bei Senckenberg laufen in einzelnen Laboren. Da ist zum Beispiel unser Labor in Gelnhausen sehr weit fortgeschritten. Die haben eine Art Identifikationsmethodik entwickelt für Wölfe, sodass sie eben tatsächlich in der Lage sind, den einzelnen Wolf, den wir vielleicht in Deutschland identifizieren können, von dem wir eine Kotprobe finden oder vielleicht eine Speichelprobe an einem erlegten Tier, das heißt ein Schaf oder ein Reh, und dann können wir eben diese Speichelprobe dem einzelnen Wolf wieder zuordnen. Und so können wir erkennen, wie sich die Wölfe in Deutschland ausbreiten oder ob überhaupt ein Tier von einem Wolf gerissen wurde oder vielleicht doch von einem Hund.